Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Heute wollen wir mal das erste potenzielle Leak für das Overwatch Archives-Event sprechen, das ja schon im April beginnt. Da machen wir uns da mal nichts vor. Mittlerweile, glaube ich, sind die Erwartungen an Overwatch-Events bei den meisten Spielern relativ niedrig, weil sich der Großteil der Events ja einfach nur auch wiederholt. Es gibt vielleicht eine kleine Neuerung und, naja, eigentlich dann nur noch neue Cosmetics. Anders sieht das aber mit dem Archives-Event in den letzten beiden Jahren aus. Ein Event, was, glaube ich, unglaublich populär war. So sieht es ja zum Beispiel so aus, dass wir im ersten Jahr diese Overwatch Origins Story gespielt haben, diese PvE-Mission, und im letzten Jahr die Talon-Mission. Also anders als Junkensteins Rache als PvE-Event, wo einfach nur noch sich jährlich die gleiche und gleiche Mission wiederholt, sieht es wirklich so aus, dass Blizzard zumindest in das Archives-Event noch ziemlich viel Mühe steckt. Daher gehe ich auch ziemlich stark davon aus, dass wir in diesem Jahr eine neue Mission kriegen. Und naja, wer in dieser Mission als Held gefeatured wird und welche potenziellen Skins wir bekommen, das könnte schon das heutige Leak vorwegnehmen. Denn in den offiziellen Foren postete jemand einen Screenshot von potenziellen, ja, wie sage ich das, In-Game-Achievements. Das ist nichts Neues, dass diese Achievements meist lange vor den Events mittlerweile irgendwo geleakt werden. Ich glaube, es gab kaum ein Event in den letzten Jahren, wo wir nicht die Achievements im Vorfeld schon kannten. Hier ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, falls das Leak echt ist, denn es würde uns wirklich so ein bisschen was über Archives vorwegnehmen. Ich will nur ganz klar sagen, bevor wir hierüber sprechen, bitte bedenkt, dieses Leak, über das wir heute reden, muss nicht echt sein. Es könnte wirklich ein gut gemachter Fake sein. Es gibt Dinge, die dafür sprechen, dass es echt ist, und ich gehe ziemlich stark davon aus, dass es echt ist, aber es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die dagegen sprechen. Zum Beispiel, dass die Köpfe nicht ganz mittig in der Grafik sind oder sowas. Es sieht so ein bisschen merkwürdig aus, aber das alleine spricht noch nicht unbedingt dagegen. Ja, reden wir erstmal darüber, was wir hier sehen und was wir dadurch ableiten können. Denn das, was uns hier präsentiert wird, deutet tatsächlich darauf hin, dass wir in diesem Jahr nach der Overwatch Origin und nach der Blackwatch Origin vermutlich eine Talon Origin Story spielen könnten. Dass wir mit Talon Agenten auf eine Mission gehen, wie wir es im letzten Jahr zum Beispiel mit Blackwatch getan haben. Also sehen wir hier nämlich auf der Grafik gleich vier Talon-Agenten. Fangen wir einfach mal oben an. Wir sehen zum Beispiel hier drauf Sombra in ihrem Talon-Skin oben links in der Ecke. Wir sehen oben rechts in der Ecke Doomfist mit seinem Talon-Skin. Und dann sehen wir unten zwei Dinge, wo ich ein bisschen überlegen musste. Das linke ist ein bisschen schwieriger unten, das rechte einfacher, denn das rechte ist Baptiste mit seinem Visor und seinen Curly Dreads. Und das deutet darauf hin, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dass uns Baptiste potenziell mit seinem Origin-Skin in diesem Jahr während des Archives-Events erwarten könnte. Denn ganz ehrlich, das ist ja nicht der normale Baptiste-Look, den wir hier haben. Seine normalen Haare sind ganz anders. Das hier ist wirklich deckungsgleich mit dem Baptiste, den wir auf den bisherigen Origin-Files gesehen haben. Und das Ganze deckt sich natürlich auch ein bisschen damit, was ich in meinem Developer-Interview mit Joshua No besprochen habe. Der meinte, hey, so ein Foot-Soldier-Skin könnte ja was für Archives sein. Und naja, es würde mich nicht überraschen, wenn Baptiste wirklich im nächsten Monat dann sein Talon-Skin bekommt. Unten links das, da muss ich wirklich lange überlegen. Und das war gar nicht so einfach. Glücklicherweise hat das Internet sich gut zusammengefunden. Was wir hier nämlich sehen, ist ein weiterer Moira-Skin. Diesen Skin haben wir, gerade diese Hörner, haben wir tatsächlich in der Origin-Story von Moira gesehen. Ich blende euch das übrigens gerade auch ein. Das deckt sich tatsächlich, die Haare, diese Hörner an den Seiten. Wir sehen es auch alleine an diesen Pinöppeln, die sie auf der Stirn und bei den Augenbrauen hat. Das ist definitiv Moira-Skin, den wir hier sehen. Jetzt kann man sagen, okay, aber Moira hat im letzten Jahr einen Blackwatch-Skin bekommen. Das hier ist ja auch ein Blackwatch-Skin. Also auf diesem Origin-Ding, da war ja ein Blackwatch-Logo drauf. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, was es zu bedeuten hat. Die Farbgebung des Skins, wenn der wirklich so im Game umgesetzt wird, ist ja schon sehr Talon. Denn immerhin wissen wir, Talon ist auch rot und weiß in den Farbtönen. Das haben wir letztes Jahr mit den Origin-Skins auch gesehen und es wäre jetzt wahrscheinlich kein Problem für Blizzard, auf diesen Suit hier irgendwie ein Talon-Logo drauf zu kloppen. Also da gehe ich wirklich von aus. Ja, wie gesagt, das sind die Dinge, die uns hier angeteasert werden. Das heißt, wir können, wenn das ganze Leak stimmt, wirklich davon ausgehen, dass es dieses Jahr eine Talon-Mission gibt, auf der wir dann Sombra, Doomfist, Baptiste und Moira spielen würden. Und jetzt könnte man denken,
Zwei Heiler in einer Mission, das ist halt schon eine ganze Menge, ne? Das ist halt schon eine ganze Menge. Aber genauso haben Leute im letzten Jahr auch argumentiert, als es um Vergeltung ging. Denn hier hatten wir ja Moira, McCree, wir hatten Genji und Reaper. Und das waren im Grunde genommen 3 DPS. Und jeder hat sich gesagt, hey, wo ist denn der Tank? Also ich würde nicht mal sagen, dass das jetzt irgendwas ist, was das League ausschließen sollte. Ja, ob das Ganze echt ist, werden wir vermutlich spätestens im April sehen, denn wir können ja davon ausgehen, dass das Origin-Event wieder so rund um den vielleicht 9., 10. April losgeht. 9. April vielleicht, denke ich so. Das wäre so der Zeitraum des letzten Jahres und Blizzard bleibt sich da meist ziemlich treu. Ich bin gespannt, ob wir weitere Leaks sehen werden. Mich würde interessieren, was haltet ihr davon, wenn wir diese Skins bekommen, also diese beiden Skins bekommen, und was würdet ihr von einer Talon-Mission halten? Ich bin da sehr gespannt. Schreibt sie mal in die Kommentare und dort sehen wir uns dann.